ohne C-Sport.de. Hallo liebe Elektrosportfreunde, heute an einem für mich besonderen Tag, dem zur Zeit der Aufnahme 24.11. Warum so besonders? Ja, ganz einfach, der Bitcoin ist über 16.000 Euro gestiegen. Vorhin waren es, glaube ich, 16.280. Es scheint kein Zurück mehr zu geben und der Bullrun scheint jetzt endgültig sich zu bestätigen. Kein Wunder, denn Institutionen wie PayPal etc. steigen dort kräftig ein und kaufen ordentlich Bitcoins. Aber das ist natürlich nicht unser Thema, wie ihr euch denken könnt, sondern heute geht es um ein E-Bike, also um kein Einrad, um kein Elektroscooter, um kein Hoverboard. Nein, ihr habt richtig gehört, um ein E-Bike und nicht irgendein E-Bike, sondern das OneMove S3, in Klammern X3, die kleinere Version. Warum ausgerechnet ein E-Bike? Ja, zum einen, ich bin gar kein klassischer E-Bike-Fahrer, aber dieses Rad hat mich so umgehauen und so fasziniert. Und ich finde es einfach so besonders, dass ich dachte, hier sollten wir mal auf diesem Kanal ein Video darüber machen. Und dazu sei auch gesagt, wir wurden nicht von OneMove bezahlt. Ich habe dieses Rad selber bezahlt. Ich musste genauso wie alle anderen 2 Monate oder länger warten. Aber dennoch, es ist ein sehr spezielles und besonderes Rad, das es so nicht nochmal gibt. Würde es dieses Rad nicht geben, hätte ich kein anderes E-Bike gekauft. Es sei aber auch gesagt, es ist keine Alternative zu einem elektrischen Einrad. Das sind 2 völlig verschiedene Kategorien. Dennoch möchten wir euch dieses Fahrrad oder E-Bike einfach mal vorstellen. Das OneMove S3 ist ein 28 Zoll Fahrrad und es gibt auch einen kleineren Bruder, nämlich das X3 ist ein 24 Zoll Rad. Sieht eigentlich genauso cool aus, ist aber halt einfach kleiner für, ja, einfach für kleinere Leute. Wir beleuchten hier das S3 an der Stelle, aber die Technik ist soweit identisch. Es ist natürlich ein 250 Watt Motor verbaut, denn mehr darf ein E-Bike in Deutschland nicht haben. Aber, und hier kommt schon die erste Besonderheit, OneMove hat euch einen Boost-Button beschert und der bringt euch 100 Watt zusätzliche Leistung. Ihr kommt dann auf 350 Watt. Der Boost-Button ist nicht nur ein Marketing-Gag, sondern der hilft euch zum Beispiel, wenn ihr einen Berg hochfahren möchtet oder eine Schräge oder einfach schnell vom Fleck kommen wollt über die Kreuzung, dann haltet ihr diesen gedrückt und das Rad, ja, kann man schon fast sagen, katapultiert euch einfach nach vorne und das ist ein sehr angenehmes, sicheres Fahren damit. Ansonsten könnt ihr die Tretunterstützung, wie sie so schön benannt wird, in 4 Stufen einstellen, also von 1 bis 4 oder eben 0, dann ist sie ausgeschaltet. Ich habe das mal mit 0 probiert, macht natürlich nicht so einen großen Spaß. Ich fahre persönlich immer in der 4, weil es ja einfach Spaß macht und das Rad einfach schneller ist. Die nächste Besonderheit, das OneMove hat eine 4-Gang-Automatikschaltung. Ihr habt richtig gehört, eine Automatikschaltung, das ist die erste, die überhaupt in einem Fahrrad verbaut wurde. Das bedeutet auch, dass das Fahrrad einen sehr cleanen Look hat. Es gibt keine 1000 Zahnrädern und Ketten, die über irgendwelche Räder gespannt sind. OneMove hat das wirklich sehr minimalistisch gestaltet, alles so weit wie möglich versteckt. Und das konnten sie auch deshalb, weil alle Teile aus einer Produktion kommen. OneMove stellt tatsächlich alles her für dieses Fahrrad, außer die Reifen, die sind von Schwalbe. Ansonsten kommt alles aus so einer Produktion und entsprechend konnte man das Design auch konsequent so durchsetzen. Übrigens, die Gangschaltung, die kann man in der App verstellen. Also man kann natürlich einstellen, ob man, also man kann voreingestellte Presets auswählen, das bedeutet flaches Land oder hügelig. Und das dritte ist eine, ja, wie man so schon sagt, Customized-Einstellung. Dort kann man sich selber einstellen, wann soll denn das Fahrrad schalten. Es ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, weil man natürlich nie vorher genau weiß, wann es schaltet, aber wenn man einmal das Gefühl entwickelt hat, dann ja, wundert man sich nicht mehr darüber, aber es ist natürlich eine gewisse Gewöhnung, aber ich persönlich finde es super so und ich finde es klasse, dass mal eine Automatikschaltung in ein Fahrrad einen Weg gefunden hat. Das ist ja sonst ja, bis jetzt einfach noch nie passiert und ich verstehe auch diese Fahrräder nicht, wo ich hier gefühlte 100 Gänge habe mit Hin- und Herschalten, finde ich persönlich extrem nervig und unnütz. Das OneMove S3 hat hydraulische Bremsen und nicht gelochte Bremsscheiben. Das hat einfach designtechnische Gründe und bietet in der Praxis keine Nachteile.
Das Licht geht automatisch an, es sei denn, man stellt es in der App anders ein, dann kann man es dauerhaft ausschalten oder eben einschalten. Der Diebstahlschutz wird bei OneMove wirklich groß geschrieben. Zum einen gibt es ein Kicklock, das ist ein kleiner Bolzen, mit dem man das Fahrrad mechanisch mit dem Fuß verriegeln kann. Aber auch elektronisch ist es dann gesperrt. Es würde einen sehr lauten Sound abspielen, wenn man es versucht zu bewegen oder auch wenn man es wegtragen würde, macht sich das Fahrrad bemerkbar. Zudem gibt es eine GSM-Ortung. Jetzt sagen viele, warum nicht GPS? GSM ist doch irgendwie altmodisch. Nein, das GPS-Signal ist immer sehr schwach. Das bedeutet, würde man so ein Fahrrad in einen LKW verfrachten, würde das GPS-Signal schlichtweg keinen Empfang mehr haben. Oder der Empfänger würde das GPS-Signal nicht mehr empfangen. GSM ist aber anders. Ein GSM-Empfang ist fast immer und überall möglich, weil das Netz halt sehr alt ist. Und über Triangulie kann man in etwa feststellen, wo sich das Fahrrad dann befindet. Deswegen ist diese GSM-Methode aus meiner Sicht deutlich besser. Das Display besteht aus einer LED-Matrix im Rahmen, was sehr, sehr schön ist, weil wenn es ausgeschaltet ist, sieht man es gar nicht. Und wenn es eingeschaltet ist, ist es einfach stylisch und dezent in dieser Rahmenstange. Wenn die Sonne doll drauf scheint, ja, kann man schwer ablesen. Aber ich meine, wozu soll ich die ganze Zeit auf dieses Display gucken? Das macht ja eigentlich auch nicht viel Sinn. Der Sound ist nicht nur beim Diebstahlschutz elektronisch, logischerweise, sondern auch die Klingel. Die ist auch elektronisch. Man hat die Wahl derzeit zwischen drei Klingeltönen. Vielleicht gibt es irgendwann mal so eine Art Customized Sounds, dass ihr sagen könnt, ich möchte den Sound jetzt bitte abspielen, wird man sehen. Aber ich kann euch auch sagen, wenn ein Fahrrad einen anderen Sound macht als Klingeln, wissen die Leute gar nicht, was da kommt. Deswegen ist dieser klassische Klingelsound tatsächlich der beste, den man einstellen kann, weil die Leute sonst schlichtweg irritiert sind. Auf der Unterseite der Rahmenstange befinden sich die Ladebuchse, ein Reset-Knopf, den kann man mal nehmen, falls die Gangschaltung mal abstürzt, ist mir tatsächlich auch schon passiert, dann hat es einfach nicht mehr runter- oder hochgeschaltet. Geht relativ schnell, passiert nicht viel und danach sollte wieder alles funktionieren. Und natürlich ist auch der Lautsprecher drin und eine Abdeckung für die GSM-Antenne. Das OneMove wiegt ca. 19 Kilogramm, ist für ein E-Bike ein akzeptables Gewicht. Lange tragen möchte man es natürlich nicht, aber wenn wir bedenken, dass elektrische 18 Zoll Einräder mittlerweile schon weit über 20 Kilogramm wiegen, ist das mit dem Fahrrad völlig okay, nur dass die eben wesentlich sperriger sind, wenn man sie vielleicht irgendwie transportieren möchte. Der Akku hat 504 Wattstunden und das ist echt viel für ein E-Bike in der Preisklasse, denn der Preis, vielleicht wissen es einige, andere nicht, 2000 Euro plus ca. 30 Euro Versand, klingt erstmal viel, ist aber für diese Technik und diese Innovation tatsächlich echt günstig. Das Vorgängermodell hat nämlich fast das Doppelte gekostet. Und der Akku ist nicht herausnehmbar. Da werden jetzt auch viele sagen, das wäre vielleicht ein K.O.-Kriterium. Ich finde das aber sehr gut, weil so ein Akku kann schnell geklaut werden. Die sind zwar abschließbar, das weiß ich, aber diese kleinen Schlösser bei klassischen E-Bikes, die sind einfach extrem unsicher. Nachteil ist natürlich, ich kann es nur direkt am Fahrrad laden oder ich muss es mit in die Wohnung nehmen. Für Leute, die keine Steckdose im Keller haben oder ähnliches, die sollten dann vielleicht überlegen, ob sie so eine Art Powerstation kaufen, quasi so ein Akku, mit dem man dann wieder diesen Akku lädt. Gibt es alles. Wie gesagt, mir ist das persönlich sehr lieb, dass der Akku fest verbaut ist. Einfach aus designtechnischen Gründen und natürlich aus sicherheitstechnischen Gründen finde ich das hervorragend so. Was man auch erwähnen muss, Schutzbleche und der Ständer sind an diesem Fahrrad schon mit dabei. Werden sich vielleicht einige fragen, warum auch nicht. Ja, weil bei E-Bikes teilweise diese Sachen einfach nicht Standard sind. Also man kann ein E-Bike für 6.000 Euro kaufen und es ist kein Schutzblech dabei, kein Ständer, nichts. Das ist teilweise sehr spartanisch ausgestattet. Bei OneMove nicht. Was OneMove nicht mit im Preis inkludiert, ist ein Gepäckträger. Den muss oder kann man sich dann einzeln kaufen. Der sieht auch sehr dezent aus. Für hinten zum Beispiel kostet der 60 Euro ungefähr und den habe ich mir auch gegönnt für das Fahrrad. Er fällt aber auch nicht doll auf. Insofern ist das völlig okay für mich, weil ich will dieses minimalistische Design ja auch nicht irgendwie zerstören. Dann hätte ich mir auch ein klassisches E-Bike kaufen können. Auf die App von OneMove möchte ich nicht zu sehr eingehen, denn die ist sehr einfach und übersichtlich gestaltet. Ihr könnt dort zum Beispiel ein Software-Update machen.
Ihr könnt den Code verändern für das Schloss. Ihr könnt das Fahrrad auch entsperren mit der App. Das geht entweder direkt mit einem Touch auf dieses oder mit einem Klick auf dieses Schloss. Oder aber wenn ihr in der Nähe seid, könnt ihr das mit dem Knopf entriegeln. Bei mir ist es leider so gewesen, dass es derzeit noch nicht so schnell funktioniert. Wenn ich mich in der Nähe von dem Rad befinde, dauert es eine Weile, bis es sich connectet. Ich habe keine Ahnung, was da derzeit das Problem ist. Es geht irgendwann, aber es ist noch nicht zufriedenstellend. Insofern mache ich das meistens am Lenkrad mit dem Klingelknopf. Die Lieferzeit, ihr habt es am Anfang vielleicht schon mitbekommen, beträgt derzeit tatsächlich, denke ich mal, so mindestens 2 Monate. Viele Liefertermine wurden auch verschoben nach hinten, logischerweise. Das kommt daher, dass es massive Qualitätsprobleme gab. Es wurden jetzt nochmal 34 Millionen Euro, glaube ich, in die Hand genommen, um die Qualitätskontrolle zu verbessern. Das Fahrrad selber oder die Fahrräder selber werden in Vietnam hergestellt, kommen dann in den Niederlanden und werden von dort noch, also werden vorher nochmal gecheckt und von dort verschickt. Aber es hat leider auch mich getroffen, nämlich nach ein paar Tagen war plötzlich der Sounddefekt und ich habe mit dem OneMove Support per Chat den Kontakt aufgenommen. Es ging auch sehr schnell, muss man sagen. Und jetzt bekomme ich ein neues Cartridge zugeschickt und das Cartridge beinhaltet halt die ganze Elektronik bis auf die Akkus und das kann man selber austauschen, was ich ganz persönlich ganz angenehm finde. Für die Leute, die natürlich technisch jetzt vielleicht nicht so begeistert sind oder begabt sind, für die wird es nervig sein, aber es ist eigentlich jetzt keine große Sache, das auszutauschen. Ich bin gespannt, wann es kommt und ob dann alles funktioniert. Ja, die Qualität, ich müsste euch anlügen, wenn ich sage, bestellt euch das Rad, es wird alles funktionieren, das wird es ja wahrscheinlich eben nicht, aber ich denke, für die 2000 Euro hat man hier ein super tolles Produkt, was eben, ja, eben noch Ecken und Kanten hat und eben noch nicht so komplett vielleicht durchdacht ist, aber wenn dann die Sachen funktionieren und man die Sachen tauscht, die vielleicht kaputt sind, dann finde ich, es ist immer noch ein tolles Rad, denn es fährt sich super, es sieht wirklich sehr, sehr cool aus, die Leute sprechen einen darauf an und mir war das vorher auch bewusst, dass es Probleme geben kann und ich habe auch damit gerechnet. Natürlich denkt jeder, ihn trifft es nicht, aber wie gesagt, das wird, also das muss man einfach mit einbeziehen, dass das passieren kann. Es gibt auch Probleme teilweise mit der Gangschaltung wohl, aber alle Teile kann man austauschen. Es gibt super Videos von OneMove, die genau zeigen, wie man das macht. Die sind wirklich sehr, sehr klasse und eine große Hilfe, aber dennoch wird auch eine Anleitung zugefügt, der Support unterstützt sein. Also da muss man wirklich sagen, also aus meiner Sicht wird man nicht im Regen stehen gelassen von OneMove, aber schöner wäre es natürlich, wenn das Rad funktioniert hätte. Nur, es gibt für mich gar keine Alternative zum OneMove. Insofern dieses Rad oder keins und ich wusste es halt einfach auch vorher, dass das wahrscheinlich so passieren wird. Ja, liebe Elektrosportfreunde, das war's für heute auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat das ein wenig interessiert. Und ich hoffe auch, dass ihr mir trotzdem treu bleibt, wenn es um Einräder geht, denn wie gesagt, dafür gibt es keine Alternative und es lohnt sich immer, in meinem Shop vorbeizuschauen, denke ich. Und trotzdem möchte ich halt auch andere Produkte beleuchten, wenn es was Besonderes gibt und das war halt hier der Fall. Ja, ich wünsche euch eine angenehme Zeit und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Elektro mit C-Sport.de